Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier bei dartsturm.de. Endlich ist es wieder soweit. Wir haben einen neuen Produktlaunch und zwar dieses Mal von Schott. Ich habe euch auch die drei Highlights, die ich euch heute vorstelle, mitgebracht. Mit dabei auch die Spielerdarts von Robbie John Rodriguez. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Dart sagt. Ich finde ihn persönlich mega gelungen. Ja, bevor es jetzt gleich losgeht, würde ich mich natürlich freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren würdest. Viele sind leider noch keine Abonnenten von dartsturm.de, aber das hilft uns ungemein weiter, um noch besser zu werden, um noch mehr Leuten das Dartspiel näher zu bringen. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn du das noch nachholen würdest. Ich würde sagen, wir legen los mit dem neuen Dart aus der Tribal Weapon Serie, und zwar dem Tribal Weapon Savage. Als erstes zeige ich euch mal die Verpackung. Wir sehen, wir haben eine wunderschön typische Shot-Verpackung. Wir haben das Logo hier drauf. Der Dart ist in vielen verschiedenen Gewichten erhältlich. Rückseite, wie immer bei Shot, noch eine kleine Erklärung, eine kleine Geschichte dazu. Und dann sehen wir hier auch den Dart. Ich würde sagen, den holen wir gleich mal aus der Verpackung raus. Das ist nicht ein richtig schöner Dart. Er ist vergleichsweise kurz. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich den mal so in die Hand halte. Also das ist im Endeffekt der Dart. Er hat einen gewissen Ähnlichkeit zu den Taylor Darts, einfach durch die Form sehr kurz gehalten, nehmen wir auch mal raus. So sieht der Ganze aus. Ihr seht schon, der hat auch Sonderspitzen mit dabei, Tribal Weapon Points. Dann haben wir eine Griffmulde im vorderen Bereich, also auch interessant, wenn man den Dart so hier vorne hält. Dann im hinteren Bereich ist der Grip stärker, also hier hat man einen Ringgrip mit zusätzlichen Axialgrip-Elementen. Da sind dann auch die Vertiefungen in Silber gehalten, was ich persönlich mega cool finde. Dann haben wir diese Carbon-Shafts von Shot-Abwerk dabei und die passenden Dart-Flights. Ich persönlich würde den Dart in der Tat hier hinten greifen. Er ist wirklich ultra kurz. Muss man mögen. Also ich mag eher lange Darts, aber er ist auf jeden Fall auch für Regripper geeignet. Deswegen trotzdem richtig schöne Sache. Auch hier vorne nochmal mit diesen silbernen Rillen drin, diese Axialrillen drin. Und man kann sich natürlich hier vorne wunderbar orientieren, aber auch ihn so halten, dass man einen Finger zur Unterstützung eben noch mitnimmt. Erhältlich ist der Dart in ganz vielen verschiedenen Gewichten als Steel Dart, aber natürlich auch als Soft Dart. Und das ist dann der Lieferumfang, mit dem der ganze Dart dann kommt. Weiter geht's mit den Spieler Darts von Jason Watt. Selbe Verpackung, noch ein schöner Aufkleber, BDG. Pro Series, so wie es bei Shot und den Spieler Darts oft der Fall ist. Auf der Rückseite dann auch wieder ein bisschen Infos grundsätzlich zum Thema Pro-Serie von Shot. Warum, wieso, weshalb, was macht die besonders? Und dann schauen wir uns auch direkt gleich mal den Dart an. Dieser Dart ist übrigens auch wieder ein Dart, der Griffmulden mit sich bringt, was ich persönlich mega cool finde, denn Griffmulden sind immer wieder gut, um sich daran zu orientieren. So, das ist der Lieferumfang. Wir haben die zwei Carbon-Shafts wieder dabei. Wir haben die passenden Dart-Flights dazu und dann natürlich die Darts. Und ich hole die auch gleich mal raus. So sehen die aus. Da sind die guten Stücke. So, wir haben hier vorne eine Griffmulde drin, die ein bisschen breiter ist als bei dem Dart, den ich euch gerade gezeigt habe. Im hinteren Bereich nochmal eine Griffmulde. Also hinten wird der Dart auch richtig, richtig schön dünn, muss man sagen. Hier vorne haben wir dann nochmal Axialrillen drin. Der Grip hier vorne fühlt sich auch schärfer an, auch feiner an. Dann haben wir hier vorne nochmal ein Ringgrip-Element mit reingearbeitet. Und hinten ist es so der Doppelringgrip, der aber nicht ultra, ultra griffig ist. Also man fühlt ihn auf jeden Fall, aber er ist nicht so scharfkantig. Und das ist natürlich optimal, wenn man den Dart hier hinten greift, aber auch hier vorne klappt wunderbar. Rear Gripper nicht ganz so perfekt, weil er nicht ganz bis zum Ende kräht, der Grip. Man kann sich auf jeden Fall super dran orientieren. Ich würde ihn auch in der Tat so halten ungefähr. Gibt es auch wieder in 22 und 24 Gramm als Steel Dart dieses Mal und dann auch wieder als Soft Dart. Auch richtig schön mit diesem Schwarz und den silbernen Highlights dann da drum. Ich würde sagen, minimals kopflastig, irgendwo so hier müsste die Balance sein. Gerade weil er hier hinten auch eben dünner wird. Richtig schick. So, packen wir den auch noch zur Seite. Und dann geht es weiter mit den, ja, vielleicht spannendsten Darts, und zwar den neuen Spieler-Darts, den Ara Steel Darts und Soft Darts von Robbie John Rodriguez. Ja, der Wiener hat im Endeffekt einen richtig coolen Dart bekommen. Und zwar auch von der Optik her. Ich zeige euch jetzt erstmal die Verpackung. Knallbunt mit Gelb, mit Blau. Das wird man auch gleich wieder am Dart wiederfinden. Natürlich ihn mit abgebildet, das Shot-Logo, 90% Tungsten. Und dann auf der Rückseite auch wieder so ein bisschen Beschreibung dazu und wie es zu dem Dart kam. Da sieht man auch nochmal, lebenslange Barrel-Garantie hat man bei den Shot-Darts. Und dann packen wir den auch gleich mal aus.
So. Ich persönlich bin großer Fan von diesem Dart. Einfach auch von der Optik her. Man sieht es jetzt schon. Also auch hier haben wir wieder Carbon-Shafts dabei. Dieses Mal aber nicht die Slim-Version. Die passenden Dart-Flights. Bin ich jetzt persönlich nicht der Mega-Fan davon. Weiß nicht. Ist einfach nicht mein Style. So, und dann haben wir die Darts hier. Und ihr seht es schon. Goldene Spitzen, goldene Highlights, blaue Highlights. Absolut genial. Ich hole den auch mal raus. Wir haben hier wirklich vom Grip her, er ist ultra dünn erstmal, der Dart. Das ist richtig krass, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel 21 Gramm Variante mal ansieht. Dann die goldenen Spitzen, sieht auch mega aus. Nicht wundern, hier so ein bisschen Schaumstoff an der Spitze von der Verpackung. Und dann seht ihr schon, ihr habt Axialrillen drin. Wir haben in der Mitte, ja, wie soll ich diesen Grip beschreiben? Wir haben da Axialrillen-Elemente drin, wir haben Punktbohrungen drin. Aber dann eben auch diesen Ringgrip, die Axialrillen, die goldenen Highlights, also ein dreifarbiges Barrel insgesamt. Sieht mega gut aus, gefällt mir richtig gut. Auch wenn man jetzt nochmal so dreht, kommt super. Auch hier hinten dann nochmal die Sterne von Roby John. Dann nochmal das Shot-Logo eingraviert hier hinten. Richtig schön schmal, also kaum dicker als der Barrel, also der Schaft hinten ist. Dadurch ist der Übergang zwischen Barrel und Schaft super smooth, mega. Natürlich dadurch auch super geeignet, wenn man hinten greift. Man kann ihn vorne greifen, hat aber trotzdem hier noch einen Punkt zur Orientierung. Also mega cool. Gibt es natürlich auch in, ich glaube, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Gramm. Also wirklich jedes Gewicht dabei, was man sich nur vorstellen kann. Und auch als Softdart in 18 und 20 Gramm mit dabei. Gefällt mir persönlich richtig gut. Ist auch so mein Highlight von den gelaunchten Produkten. So. Das sind die drei guten Sätze, packen wir mal zur Seite. Ja, das ist der Shot Lounge. Die Produkte sind natürlich und selbstverständlich bei uns im Shop ab sofort verfügbar. Ihr findet sie bei uns im Shop. Ich verlinke die unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die nochmal selbst anschauen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, was dein Highlight ist. Was hat dir am besten gefallen vom Lounge? Was hättest du vielleicht noch erwartet? Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen und bis bald. Ciao.